Jetzt, wie ihr seht, haben wir alles verschweißt mit Teer und Hitze. Ja. Schön mit einem Brenner, haben ein paar Latten drauf gemacht, damit Latten eben nicht wieder das komplette Dach abgedeckt wird. Genau. Und wir haben ja, unseren Griff. Ja. Genau, so eine Aufstiegshilfe haben wir uns gebaut. Für die wo hier wieder Schwierigkeiten haben, hochzukommen. Für die etwas korpulenteren, ich will ja niemanden ins Bild bringen. Ich nicht. Ja, gut. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Alles klar, dann sehen wir uns unten in der Hütte, da ist nicht ganz so windig wie hier oben. Genau. Dann gehen wir mal runter, also genau, bis gleich. Ja, da sind wir wieder, runter vom Dach. Stunden später, ich habe dem Klaus beim Kran geholfen. Mein Gott, wie eine junge Gazelle bin ich da rauf und runter. Ja, im Dreifachseil ist er runtergesprungen. War auf jeden Fall okay. Ja. So, also wir sind hinter uns, das hatten wir letztes Mal schon mal, das zeigen wir nochmal, kleines Review. Ja, die Wand ist jetzt zu komplett, leider hat es das Ganze ein bisschen verzogen, haben wir eben festgestellt, durch die Nässe natürlich, ja, die dann durch das abgedeckte Dach hier reingekommen ist. Dass, die Nässe ist schuld. dass die Tür jetzt nicht mehr ganz so leicht auf und zu geht, aber es funktioniert alles noch. Ja. Ja, dann, Alex, schwenk mal den Balken. Ja. Genau, ich schwenk mal rüber. Ja, wir haben also hier einen Balken noch reingesetzt, ja, einfach um das ganze Dach hier zu stützen. Wir haben also festgestellt, dass einfach zu viel Gewicht hier frei hängt. Und deswegen haben wir hier noch einen Balken reingesetzt. Das hat auch super funktioniert. Ja, das ganze Hütte ein bisschen gerader gestellt und passt hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal raus und dann machen wir nochmal eine kleine Rundumansicht. Ja. Genau, weil die hintere Wand hat der Klaus das letzte Mal mit dem Toni geschlossen. Das haben wir ja, glaube ich, sogar erwähnt im letzten Video. Genau. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mit drauf war, weil da war der Akku ja ziemlich schwach. Ja, gehen wir dann mal außenrum. Gehen wir einfach mal außenrum und schauen da noch ein bisschen. Bis gleich. Dann bis gleich. So, jetzt hier vor unserer schönen Hütte. Wir haben also oben jetzt am Dach eine wunderschöne Abschlusskante, die hält auch die Dachpappe noch ein bisschen fest. Das ist auch noch alte Ware, die da noch hängt. Also das ist das Einzige, was nicht weggeweht und weggefetzt hat. Das hat gehalten, ja. Ja, das hat gehalten, war super, ist auch schön, schaut super aus, finde ich. Jetzt sieht man oben nochmal die Leisten, die wir da drauf genagelt haben, um das Ganze ein bisschen zu halten da oben. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal waren wir hier und haben die Wand vorne fertig gemacht mit unserem tollen Fenster. Ja, Klaus hat ein ganz tolles Vogelhäuschen gebaut, da überhalb von meinem Finger. Da fehlt nur noch die Stange vorne, wo dann die Vögel sitzen können. Ja. Ja, oben haben wir Lüftungsgitter reingebaut, war zur Verfügung, also haben wir es neu gebaut. Ja, kann nicht schaden. Da sieht man auch noch mal unseren Balken, ja, den wir reingesetzt haben. Da sitzt der Kopf davor, jetzt sieht man den Balken. Genau. Ja. Gut, dann werde ich jetzt mal die Kamera so nehmen. Ich nehme euch einfach hier mal mit, wird ein bisschen wackelig. Und dann laufen wir mal ein bisschen rum. So, dann geht es hier den Hügel hoch. Schön und steinigerweise. Da liegt ja noch jede Menge Material. So, Stativ mal abstellen.
Da, das ist die tolle Wand, die der Klaus und der Toni das letzte Mal zugemacht haben. Ja, die hintere Wand, ja, ist auch wirklich gut geworden, also im Verhältnis gesehen, ja, ist die hintere Wand jetzt auch zu. Und die Terpappe müssen wir noch abschneiden. Ja. Ja. Aber es war ein großer Schritt, ja, einfach die Wand zuzumachen, weil innen drin ist natürlich das auch viel schöner, wenn dann alles zu ist. Ja, vor allen Dingen trocken und es windet nicht mehr. Ich zeige euch mal, wie es auf der Rückseite aussieht, weil da muss noch viel geschlossen werden. Hier ist ein bisschen schräg. Genau, da haben wir nämlich noch ganz schön viele Löcher in den Wänden. Ja, die werden wir dann die nächsten Tage und Monate hoffentlich zukriegen, damit das Ganze dann auch winterfest ist. Ja, dann müssen wir unser Aufbewahrungshäuschen noch bauen fürs Aggregat. Mhm. Der Klaus hat nie Zeit für gehabt. Oder wollte nie. Ich wollte schon. Ja, wollte schon, aber hatte nie die Zeit dafür, weil ständig irgendwas zu tun war. Jetzt hänge ich aber noch die Schlingpflanzen fest. So, naja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal rein. Ja. So, wir sind wieder in der Hütte. Tja, für alle, die es noch nicht wussten, das ist wahrscheinlich das letzte Mal heute, dass ihr den Klaus sehen werdet. Ja. Denn der Klaus macht die Flocker und geht jetzt in die Staaten. Ich bin noch 10 Tage in Deutschland. Danach geht mein Flieger nach Amerika. Ich möchte mich ganz herzlich, ja, für eure ständige Bereitschaft, uns zu unterstützen, sei es beim Klicken oder mit Kommentaren. Danke für eure Unterstützung und macht es gut. Ja, es ist wirklich schade, dass du gehst, Klaus. Aber bei der Gelegenheit muss ich gleich sagen, ich brauche einen Ersatz, Klaus. Ja, also wenn jemand da draußen in der Lage ist und meint, hey, ich kann Klaus ersetzen und sowas, ich bitte bei mir melden. Das ist unmöglich, aber gut. Er könnte es zumindest versuchen, Bewerbungen gehen dann an mich. Nur meine E-Mail-Adresse einfach kurz anschreiben und dann sehen wir weiter. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video in Part 11. Pardon, da ist ja eine Fliege in die Nase geflogen. Ich habe auch große Nasenlöcher, da ist das auch kein Problem. Also wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Dann irgendwann im nächsten. Bleibt Alex treu und unterstützt das Team. Ich brauche Hilfe, ich bin sonst verloren. Macht es gut. Ciao. Ciao.